Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zum Taste Test. Heute habe ich euch was richtig Exotisches mitgebracht und zwar die klassischen Oldtimers. Wer die von euch kennt, der kriegt von mir irgendwas ausgegeben. Denn die werdet ihr nicht kennen, die gibt es nämlich in Deutschland nicht zu kaufen. Ich habe mir meinen Vater mal aus Holland mitgebracht, da habe ich noch ein paar von und ich dachte mir so, hey, Girl, machst du mal einen Taste Test zu? Das kennen die Leute nicht. Hier steht ja auch drauf: Der echte Vollzeute Schneeknospendrop anno 1936. Das ist so ein Geier. Ich kann kein Holländisch, deswegen erspare ich euch auch mal diesen Text hier. Könnt ihr euch natürlich mit euren holländischen Meisterleistungskünsten durchlesen. Es fixiert die Kamera sogar. Naja, eben zumindest. Und das ist der Erfinder davon. Weißt du, KFC hat auch seinen alten Mann und die Oldtimers haben auch ihren alten Mann. Voll süß. Also, ich wusste nicht, also ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin hier ein kleines Lakritz-Fan, gell? Ich habe noch keinen Lakritz oder so reviewed, einfach weil ich die deutsche Lakritz nicht so mag. Die sind schon was ganz Besonderes. Das sind allerdings nur die normalen Oldtimers. Da gibt es noch ganz viele verschiedene von. Also es gibt die, das ist der Knoten, da ist so ein Knoten drauf. Das zeige ich natürlich auch gleich auch in Natura, wenn das Ding mal fokussieren würde. Hallo, fokussier doch mal! Ja, ja, da sind so Knoten drauf. Dann gibt es noch Hirsch, der schmeckt am schlechtesten. Dann gibt es auch Salmiak, schmeckt auch nicht so geil. Dann gibt es Igel, Igel ist richtig super, ist mit Anis. Und naja, die Igel, die sind super weich. Dann gab es noch Birne, da ist so eine rote Birne drauf. Sau geil, unbeschreiblich geiler Geschmack, das waren die besten. Schmeckt super unique und wow, Birne war am geilsten. Aber Igel war auch sehr gut. Also das sind die besten, Igel und Birne und dann kommen die hier. Mittlerweile gibt es glaube ich noch ein paar andere davon, aber das sind so die, die ich kenne. Am schlechtesten ist der Hirsch. Na gut, holen wir mal die guten Stücke da raus. Ich habe meinen Spaß. Ja, so sieht das in Natura aus. Es hat so einen Knoten drauf und hört ihr das? Gut, ich habe lange Fingernägel, aber trotzdem. Die sind steinhart. Und da beginnt das Problem. Diese Lakritz, die schmecken wirklich fantastisch. Die schmecken super, super gut. Aber die sind steinhart. Also die könnt ihr als Lutschbonbon nehmen. Seht es nicht als Essspeise, seht es nicht als Lakritz. Die könnt ihr jetzt nicht sagen, ja, ich mach die jetzt mal auf den Teller. Hier, wir machen Mädelsabend oder sonst was. Wir machen mal schön die Lakritz auf den Teller. Dann können wir so naschen. Nee, nee, die sind nicht zum Naschen. Die sind nur zum Lutschen. Weil die so hart sind. Und wenn ihr versucht, darauf rumzubeißen, dann funktioniert das nicht. Weil dann habt ihr irgendeine komische Masse, die zwischen euren Zähnen klebt. Das ist mega eklig. Müsst ihr mit dem Fingernagel das irgendwie da rauskratzen von Zähnen und dann klebt alles unterm Fingernagel und ist dann noch ekliger. Und Zahnstocher, da bricht der Zahnstocher ab, weil es so hart ist. Deswegen einfach lutschen. Einfach lutschen. Das klingt jetzt alles voll negativ, was ich sage, ne? Ich muss auch sagen, ich bin nicht das größte Fangirl von harten Lakritzen, aber die schmecken so gut. Die schmecken so gut, wenn du was lutschst. Die schmecken wirklich so gut, wenn du was lutschst. Von daher voll die Ausnahme. By the way, interessant, das ist eine grüne Dings und der Greenscreen schlägt nicht aus. Ist halt Oliv. So Armeegrün. Naja, ich werde das jetzt mal lutschen, essen, whatever. Der Taste-Test geht jetzt 20 Minuten, weil das kriegst du nicht so einfach weg. Nein, ich werde dann mit dem Ding im Mund wahrscheinlich den Taste-Test einfach weiterführen. Auch wenn es nicht sehr ladylike ist, mit Essen im Mund zu sprechen. Aber machen wir mal eine kleine Ausnahme. Der Witz ist, das ist ja ein Taste-Test. Taste-Test erzähle ich euch normalerweise immer, wie er schmeckt. Bei diesen Dingern
kann ich euch nicht sagen, wie das schmeckt. Es hat einen kleinen Lakritz-Aspekt natürlich, klar. Aber es schmeckt so voll unique, irgendwie komplett anders als jedes andere Lakritz. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kann es ja auch nicht lesen, ist ja auf Holländisch. Selbst wenn da steht, ja, da ist jetzt so der und der Flavor drauf. Ich kann es ja nicht lesen. Wenn ihr selber Oldtimers bestellen wollt, nur per Internet oder ihr müsst nach Holland fahren. Mich interessiert mal, wer von euch diese Dinge kennt. Ich glaube, die kennt niemand. Ohne Scheiß, ich habe das jetzt ewig im Mund. Und ich darf nicht darauf rumkauen. Wie gesagt, klebt das voll zwischen den Zähnen. Das ist richtig unangenehm. Also, es schmeckt richtig cool nach Lakritz. Und es ist so ein eigener Flair. Eigenartig geil. Kann man sagen. Schmeckt super besonders und super lecker. Problem ist nur, es ist hart wie Stein. Mann, das Schwert als Diamant, da kannst du Leute mit erschlagen. So hart ist das. Mann, es ist so fucking hart. Und das ist für mich ein kleiner Kritikpunkt. Klar, wenn du irgendwie Lutschbonbons haben möchtest und aus dem Mund dann nach Lakritz riechen möchtest, kannst du ja auch. Was weiß ich, als, wie gesagt, manche Lutschbonbons in Form von Bewerbungsgespräch sind oder einfach so im Büro arbeiten und die Leute nicht anpusten wollen mit ihrem Mundgeruch, kannst du natürlich dann auch durch diese Lakritz ersetzen. Hast du was Eigenes, was Einzigartiges. Aber, naja, wenn du einfach nur einen Lakritz-Geschmack haben möchtest und einfach ein bisschen Lakritz necken möchtest, dann bist du sicher eine falsche Adresse. Und die Oldtimers, die sind immer ziemlich hart. Die Salmiaks sind relativ weich, die mit Hirsch sind weicher als die, aber trotzdem hart. Igel ist super weich und Birne aber auch hart. Das ist halt das Ding. Also schmecken geil, aber sind halt hart. Nur die harten kommen in den Garten. Nee, aber das gibt für mich deswegen Abzüge. Ich würde den Oldtimers 8 von 10 Punkten geben. Unique, geiler Lakritzgeschmack. Man kann es als super tolles Lakritz-Lutschbonbon nehmen, aber es ist dann doch schon hart und es klebt wahnsinnig zwischen den Zähnen, wenn du darauf rumbeißt. Das ist dann nicht so cool. Naja, falls ihr die Oldtimers kennt, eure Meinung in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Cecile. Ciao.